Na, nochmal schnell, falls es Probleme geben sollte wegen der pythagoreischen Berechnungen und so weiter und so fort. Ganz einfach nochmal dieses typische Dreieck, was da so immer gerne ausgerechnet wird, Q und P und so weiter. Wie macht man es? Nicht jetzt irgendwelche Sachaufgaben, sondern ganz einfach, wie schreibt man es hin? Denn wenn man es richtig schreibt, dann klappt es auch. Ich habe schon mal das Dreieck vorbereitet und habe die wichtigsten Formeln hingeschrieben. Also die üblichen. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat und so weiter, was hier oben alles steht. Ich mache mal schnell hier solche Striche dazu. Ne? Dann sieht man besser, wo die aufhören. Mit dem Semikolon wird es vielleicht so unübersichtlich. Und jetzt gibt es noch eine Formel, die stört die Schüler. Und dann sagen sie, wieso? Die kennen wir ja gar nicht. C ist Q plus P. Achtung, die Seite C hier unten. Die setzt sich ja zusammen aus Q und P. Also kann ich ruhig sagen, das ist so ein kleines Abfallprodukt. C ist gleich Q plus P. So. Q und P, wie die verteilt werden, hat seine Bedeutung, gehe ich jetzt nicht drauf ein, habe ich schon öfter gemacht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Aufgabe gegeben bekomme, die heißt zum Beispiel, P ist gleich 3 cm. Und A sei 5 cm, bloß mal angenommen. Dann fragen sich die Schüler immer, was ist denn gesucht, also der Rest? Ich schreibe mal hin, der Rest. Also alle anderen Seiten, die jetzt noch nicht irgendwie bezeichnet sind, das ist gesucht. Wie gehe ich denn jetzt vor? Was mache ich denn jetzt? Naja, da gibt es eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Ich highlighte mal, was gegeben ist. Und zwar der Buchstabe A und der Buchstabe P. Und jetzt suche ich mir bloß, wo steckt A und P drin? Hier vorne steckt zwar ein A drin, aber kein P. Steckt hier ein A drin und ein P? Ja, steckt drin. Super. Ich weiß, man könnte auch noch sagen, hier gibt es noch ein rechtwinkliges Dreieck, aber ich will mal ganz formal rangehen, wie man das so einfach wie möglich lösen kann. Also, ich suche eine Formel, da steht A und P drin. Gut, dann fange ich mit der Formel an und sage, gut, ich schnapp mir die hier. Die, damit geht's los. Nochmal hinschreiben. Warum? Wenn man es nicht hinschreibt, sieht man es nicht. Das ist C mal P, abgeschrieben. Ruhig ein bisschen breiter schreiben. Warum? Nochmal. Ich muss jetzt nämlich einsetzen. Weiß ich A? Weiß ich. 5 cm. Achtung, das muss quadriert werden. Weiß ich C? Nein, weiß ich noch nicht. Schreibe ich C. Mal. Und jetzt P, 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 P. Aha, 3 cm. Wie gehe ich weiter? Ich sage, gut, jetzt muss ich ausmultiplizieren, denn Quadrat heißt 5 mal 5 und Zentimeter mal Zentimeter sind also 5 mal 5, 25 und Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. Ist 10 mal 3 Zentimeter. Immer weiter schreiben, nicht zu faul sein. Was stört? Damit C alleine steht, teile ich durch 3 Zentimeter. Wer das nicht mehr weiß, beim Gleichungen lösen nachgucken und habe hier 25 Quadratzentimeter, professionell mit dem Bruchstrich teilen hier, durch 3 Zentimeter. Hier steht eigentlich, ich lösche es nochmal weg, Zentimeter mal Zentimeter ist gleich C. Und jetzt kann ich, das zeige ich mal in grün, kann ich sagen, ne, Quadratzentimeter heißt Zentimeter mal Zentimeter. Jetzt kann ich sagen, ich kann die Zentimeter rauskürzen. Wenn ich Zentimeter durch Zentimeter teile, entsteht ein 1 hier unten auch. Das Ergebnis ist jetzt einen Taschenrechner einzutippen. Jetzt kann ich sagen, okay, 25 durch 3 könnte ich machen. Ich kann aber auch Folgendes lassen, ich lasse einfach 25 Drittel stehen. Aber ich nehme mal beide. Also, entweder 25 Drittel Zentimeter wird C sein, oder ich tippe es in den Taschenrechner ein: 25 durch 3, pardon, 25 durch 3 ist erwartungsgemäß 8,3. Periode 3. 8,3 Periode 3. Immer schön genau, so genau wie möglich bleiben. Ist gleich C. Gut, hätten wir das C schon abgearbeitet. Anders gesagt, ich habe jetzt wieder einen Buchstaben gefunden. Das ist auch keine Schande, sich das zu highlighten. Wenn ich jetzt C weiß und P weiß, gucken wir mal, C und P stehen hier in der Formel. C und P. Na wunderbar, hier in der. Jetzt kann ich das auch schön weiterverarbeiten, kann sagen, wenn C 8,3 Periode 3 Zentimeter sind und Q habe ich noch nicht, dann schreibe ich eben wieder Q. Plus, was hatte ich? P 3 cm. Wenn ich jetzt sage, Q soll alleine stehen, mal ganz formal, sage ich minus 3 cm auf beiden Seiten. Q steht alleine. Natürlich sieht man das auch so. Und 8,3 Periode 3 minus 3 sind
5,3 Periode 3 cm. Und dann habe ich das Q nebenbei auch rausgekriegt. Gut, haben wir das Q auch. Schön. Wie geht's weiter? Jetzt gucken wir wieder. Wo sind irgendwelche... Achso, machen wir nochmal die Probe. Insgesamt 8,3 ergibt sich aus 5,3 plus 3. Ne? 3, hier sind die 3. Passt also. So, jetzt gucke ich und sage einfach, ja, dann habe ich C, habe ich P, habe ich Q. Q und P, Donnerwetter. Da könnte ich doch diese Formel mal schnappen hier. Hier, diese. Die meine ich. Und kann Q mal P ausrechnen und habe automatisch schon mal H. Gut, machen wir das. Oder ich sage, wenn ich C und Q habe, C und Q, hier in der Formel stecken die auch drin. Machen wir jetzt mal nicht, wir fangen mal an. Also ich habe die Wahl, ne? Ich kann B auch ausrechnen. Fangen wir mit C mal Q an. Also C habe ich und Q habe ich, dann kann ich B Quadrat ausrechnen. Aber wenn ich Q und P habe, kann ich H Quadrat ausrechnen. Nehmen wir mal H Quadrat. Also wieder abschreiben. Machen wir hier an der Stelle weiter, damit wir immer schönes Dreieck im Blick behalten. H Quadrat ist gleich Q mal P. Abschreiben, auch wenn es hier oben steht. Wissen wir H? Nein, wissen wir nicht. Schreiben wir H Quadrat. Q wissen wir. Q sind 5,3 Periode 3. Wenn man das richtig ausblättet, könnte man mit Brüchen rechnen. Könnte man sagen, das sind 5 ein Drittel. 5 Ganze sind 15, also 16 Drittel Zentimeter mal P, 3 Zentimeter. Okay. Jetzt kommt eine große Freude auf, denn jetzt sieht man den Vorteil der Bruchrechnung. Ich kann nämlich, das mache ich mal so hier, ich kann nämlich den Bruchstrich hier weiterziehen, weil hier steht ja eigentlich ein stilles 3 Eintel. Das Eintel lasse ich mal weg. Aber was ich hier machen kann, ich kann wieder kürzen, super. Und zwar so, 3 und 3 kürzen sich raus, hier bleibt eine 1 übrig. Und ich kann sagen, H Quadrat ist 16, das schreibe ich jetzt mal wieder hin, nochmal. H Quadrat ist, 16 mal 1 bleibt 16. Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. Ich möchte aber H haben. Mit anderen Worten, ich muss auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Wurzel ist Quadrat, Gegenteil, ne? So, dann ergibt sich links H und hier ergibt sich 4 Zentimeter. Hm, schön, angenehm. Jetzt habe ich das H auch noch. Eieiei, da draußen ist was los. So. Jetzt habe ich mein H geschafft. Jetzt gucke ich mal. Q habe ich, C habe ich, H habe ich, A habe ich. A habe ich, Q habe ich, C habe ich, H über C, deswegen steht da HC. Jetzt fehlt mir bloß noch das B. Und jetzt kann ich, wahlweise hier, kann ich mit der Formel weitermachen. Ich könnte auch, da ich ja C habe und A schon habe, über diese Formel hier weitermachen. Aber wir machen mal extra mit der Kathetenformel und die nehmen wir dann zum Schluss. Also, wir schreiben wieder. Moment. Jetzt muss ich ein bisschen Platz machen. A Quadrat ist C mal P. A Quadrat ist C mal P. Normalerweise schreibt... Nein, ich schreibe untereinander. Ist kein Problem. Moment, A Quadrat C mal P. Ich wollte ja B Quadrat ist C mal Q nehmen. Entschuldigung. B Quadrat ist C mal Q. C mal Q. Und jetzt wieder cool bleiben, schreiben. B weiß ich nicht, schreibe ich B. Quadrieren muss ich sowieso. Ist gleich abschreiben. C weiß ich. Machen wir das wieder mit den. Versuchen wir es mal. Machen wir es nochmal mit unseren Brüchen. 8 Ganze sind 8 mal 3. Das sind 25 Drittel. Ne? Ich habe hier, wenn ich das wieder zurückverwandle, habe ich 25 Drittel Zentimeter. Und ich mache gleich mal einen gemeinsamen Bruchstrich. Mal Q. Q, was hatten wir da gesagt? Das sind 5. Wie hatte ich so umgewandelt? 5 mal 3, 15 plus 1, also 16 Drittel Zentimeter. Hier die 3 muss noch mit darunter. Und jetzt kann ich das mal zusammenfassen und sage, okay, dann ist B Quadrat gleich, ich nehme jetzt den umständlichen Weg, denn mit dem Taschenrechner wird es ungenauer, wenn ich bloß 5,3 eintippen würde. So, also, jetzt machen wir uns die Arbeit leicht. Unterm Bruchstrich steht eine 9, 3 mal 3. Und 25 mal 16, das machen wir nicht so spannend, sondern da rechnen wir einfach 25, oh jetzt muss ich gucken, mal 16, das sind 400, na super. Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter.
Und jetzt kommt ein Vorteil. Ich mache jetzt mal hier weiter. Hier oben geht es weiter. Also nicht darunter, sonst verschwindet alles. Wenn ich die Wurzel aus 400 ziehe, b Quadrat, ich wollte ja die Wurzel ziehen aus beiden Seiten, ergibt sich b, die Wurzel aus 400 sind 20 und die Wurzel aus 9 sind 3. Die Wurzel aus Quadratzentimeter sind wieder Zentimeter. 20 Drittel, 20 durch 3, jetzt sind wir mal faul und tippen es ein. 20 geteilt durch 3 muss dann, wie erwartet, b 6,6 Periode 6 Zentimeter ergeben. Gut, hätten wir das auch noch. So, und b ist auch noch gelöst. Gut, ich halte jetzt kurz das Video mal an. Und jetzt machen wir eine Probe. Und ich sagte ja schon, wir verwenden jetzt mal hier die normale pythagoreische Formel, diese hier. Die verwenden wir jetzt mal, denn wir haben ja c über einen Umweg errechnet. Wir haben auch das b über einen Umweg errechnet. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob alles noch stimmt. Jetzt setzen wir das einfach ein und sagen, wieder schreiben, Probe, immer hinschreiben. Die mache ich jetzt mal waagerecht. C Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat. Gut, dann machen wir das jetzt. Geht es hier weiter. C zum Quadrat. C, da steht 25 Drittel Zentimeter. Und das müssen wir aber quadrieren. Alles in Klammern. Ist gleich. Und jetzt A Quadrat. Was hatten wir? A war einfach 5 Zentimeter. 5 Zentimeter in Klammern zum Quadrat. Plus B hatten wir 20 Drittel Zentimeter, aber alles quadrieren, in Klammer zum Quadrat. Können wir leicht machen, denn da kann man ja gleich weitermachen. Achtung, jetzt hier drunter geht es weiter. 25 mal 25 ist 625, 3 mal 3 ist 9 Quadratzentimeter. 5 mal 5 ist 25 Zentimeter mal Zentimeter wieder, Quadratzentimeter. Plus 20 mal 20, ne, 400 und unten steht eine 9 Quadratzentimeter. Jetzt haben wir auf der einen Seite Neuntel und hier noch nicht. Jetzt erweitern wir das mal zu Neuntel. Jetzt sagen wir, okay, ich könnte ja eigentlich schreiben 25 Eintel. Wenn ich jetzt mit einer 9 erweitere, 9 mal und hier auch 9 mal ergibt sich. 9 mal 1 ist 9 und 9 mal 25, 9 mal 20 ist 180 und 45 dazu sind 225. Wenn ich beim Kürzen durchstreichen kann, darf ich es auch beim Erweitern. Und jetzt gucke ich. Neuntel, haben sie alle den gleichen Namen? Ja, Neuntel, heißen alle Neuntel. 225 plus 400 sind 625. Jawohl, wir haben richtig gerechnet. Also ist unser Dreieck aufgegangen. Ich habe jetzt ganz bewusst so wenig wie möglich den Taschenrechner eingesetzt. Aber ich möchte zu bedenken geben, wenn ihr mit dem Taschenrechner rechnen dürft, dann verbiegt euch nicht. Ich mache mal die Stellen grün, wo man ganz getrost mit dem Taschenrechner rechnen darf. Zum Beispiel, gucken wir mal, wenn ich hier 25 durch 3 teile, 25 Drittel, 25 durch 3, kann ich sofort in den Taschenrechner tippen und werde dieses Ergebnis haben. Also hier, an der Stelle hier kann ich schon im Taschenrechner tippen. Taschenrechner. Oder ich habe hier Q mal P. Und muss mit 16 Drittel und mal 3 und so weiter. Wenn ich das nicht sehe, wird mir der Taschenrechner auch an dieser Stelle hier Taschenrechner. Ja, da kann man dann weiterarbeiten. Aber ihr werdet merken, manchmal kommen dann verrückte Zahlen raus. Das klappt also nicht immer so, wie man denkt. Oder, hier ist es Quatsch, das macht jeder im Kopf. Oder gerade hier bei b Quadrat ist c mal q an der Stelle. Wenn ich so weit hingeschrieben habe, kann ich wieder einen Taschenrechner einsetzen. Hier an der Stelle geht das wieder. Das ist gar kein Problem. Genauso, ne, hier, dann komme ich von hier 25 mal 16 durch 3 und nochmal durch 3. Oder wenn ich die anderen Werte genommen habe, 8,33333, gebe ich so viele 3 wie möglich ein und dann mal die 16 Drittel für das Q, ne, für diese, Moment, was habe ich gesagt? C mal Q. Na, habe ich mich hier verrechnet? Nee, habe ich nicht, weil es ja funktionierte. Hier die 5,3 Zentimeter, das waren die 16 Drittel Zentimeter. Also rechne ich 8,33333 mal und jetzt
5,33333 und dann müsste ich ja auf b Quadrat kommen und daraus dann auch glatt die Wurzel ziehen können. Probieren wir das aber mal aus. Ich gebe mal ein 8,33333, also 8, und jetzt ganz viele 3 eingeben, damit der Taschenrechner so genau wie möglich rechnen kann. Und jetzt mal, was hatten wir gesagt, 5,33333. So. Und was kriegen wir raus? 44,44444. Vorhin gingen die 4 hier weiter. Jetzt hat er aber entsprechend gerundet. Er hat nicht mehr Stellen zur Verfügung. Und wenn ich daraus die Wurzel ziehe, machen wir das mal. Ja, dann komme ich auf 6,66666. Das geht eine ganze Weile. Und hier hinten sieht man, er wird ungenau. Das heißt, jetzt mache ich es nochmal einfacher. Wenn ich 8,3 mal 5,3 eintippen würde und daraus die Wurzel ziehen möchte, machen wir das nochmal, daraus die Wurzel, na, wo ist er? Die Wurzel. Dann komme ich nicht mehr auf 6,666, sondern 6,63. Und schon haue ich mir Ungenauigkeiten rein. Aber für die Praxis mag das ausrechnen und das ist auch immer eine Frage, was der Mathelehrer von euch möchte. Es mag auch so gehen. Ich hoffe, das Ganze hat nochmal zum Verständnis beigetragen. Jetzt ist es alles ein bisschen unübersichtlich geworden. Ich trenne nochmal ganz schnell in der Farbe Aubergine hier ab. Das war die Probe, nur die Probe hier unten. Und alles andere waren die Berechnungsschritte. Wie gesagt, ihr könnt es auch ohne machen. Ich mache noch einen zweiten Teil. Und zwar der zweite Teil dreht sich darum, wenn ich nur A und Q gegeben habe. Also total verquer, was kann man dann machen? Jetzt mache ich das Video erstmal zu Ende. Und hier an der Stelle werde ich dann den Link höchstwahrscheinlich postieren, wo es zum zweiten Teil geht, wenn ich mal eine andere Variante ausrechnen möchte. Bis dahin ist das Video geschlossen.